Grüße euch, meine Lieben. Ich habe heute schon ein Keksrezept für euch. Ein wirklich sehr, sehr einfaches und schnelles, was sich auch wirklich super eignet, wenn man das jetzt zum Beispiel für Kinder macht, weil es mit Kindern zusammen macht, weil es einfach sehr schnell und einfach geht und die haben einfach Freude daran und wir selber dann natürlich auch. Ich zeige euch jetzt so früh schon ein Video, weil ich einfach schon ein paar haben möchte, weil ich nicht weiß, wann wer mit dem Keksal backen anfängt. Deswegen will ich einfach schon einfach welche haben, dann könnt ihr euch dann aussuchen, was ihr macht oder was ihr nicht macht. Und deswegen will ich das nicht so spät reintun, weil viele sind dann mit dem Keksalbacken schon fertig und denken sich, ma, schau, da ist jetzt das Rezept, da hätte ich das nur früher gewusst. Deswegen zeige ich das jetzt schon. Ich habe jetzt hier auch eine kleinere Menge gemacht, wirklich mehr zum Zeigen. Die Keksal werden jetzt nur in den nächsten Tagen dann einfach nur zum Kaffee weggegessen. Deswegen habe ich nicht so viel gemacht, aber ihr könnt natürlich viel die Menge einfach verdoppeln, verdreifachen, wie viel ihr halt davon braucht. Ja. Und wie ich diese Kekse gemacht habe, zeige ich euch jetzt. So, als erstes habe ich hier einmal genau 130 Gramm Mehl. Dann gebe ich 120 Gramm Maisstärke dazu. Das ist eine ganz normale Speisestärke. Eine Prise Salz. Einen Teelöffel Backpulver. Das Ganze werde ich jetzt kurz nur ein bisschen miteinander vermischen. Ihr könnt bitte natürlich, das ist ein ganz normaler Mürbeteig, den könnt ihr natürlich auch mit den Händen gleich kneten. Ich mache das nur mit der Küchenmaschine, um mir einfach die Kälte von der Schüssel auszunutzen. Nun gebe ich 100 Gramm kalte Butter dazu. Ich habe mir das in Würfel geschnitten, das macht das Ganze gleich einfacher. Nun werde ich mir das Ganze einfach nur schön aufbröseln. Seht ihr, so in etwa sollte das dann aussehen. Und nun gebe ich hier 40 Gramm ganz normalen Kristallzucker dazu. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier jetzt nicht so viel, ich werde das jetzt nur kurz vermischen, nicht so viel Zucker reingegeben. Einfach nur, weil die Kekse dann später sowieso in Staubzucker gewälzt werden, beziehungsweise dann auch, weil ich dann auch drüber siebe. Deswegen finde ich das dann süß genug. Aber bitte, ihr passt das euren Geschmack an. Jetzt werde ich das ganz kurz einfach nur da ein bisschen mit den Händen durchmischen mit dem Zucker und gebe dann noch zwei mittelgroße Eier dazu. Werde ich jetzt dann wieder kurz weiterrühren. Hier bitte aufpassen, nicht zu viel mit dem herumtun, also mit dem Teig. Ich werde das jetzt noch so ein bisschen weiterrühren, bis sich das alles gut miteinander verbindet und dann kommen dann die Rosinen erst zum Schluss hin dazu. Und wenn euer Teig auch so aussieht, dann ist das jetzt der beste Zeitpunkt, um die Rosinen dazu zu geben. Ich habe die jetzt einfach nur in eine halbe Stunde in Wasser eingelegt und habe sie jetzt gut abtropfen lassen. Ihr könnt sie natürlich auch gerne in Rum einlegen, wenn ihr wollt. Und jetzt werde ich das Ganze ganz kurz nur weiterrühren, bis ich einfach nur ein bisschen die Rosinen da mit dem Teig verbinden könnt. Ihr auch gerne mit der Hand unterkneten, wenn ihr wollt. Seht ihr? Und mehr braucht es auch nicht. Ist schon fertig. Nun werde ich mir einfach nur etwas Staubzucker nehmen und siebe das auf meine Arbeitsfläche, wo ich dann meinen Teig draufgeben werde. Ich benutze jetzt kein Mehl mehr, nur noch Staubzucker. Deswegen habe ich auch im Teig nicht so viel reingetan. Einfach nur ganz leicht. Dann hole ich mir den Teig einfach nur aus meiner Schüssel hinaus. Ich werde den Teig jetzt gleich verarbeiten. Solltet ihr den vielleicht ein bisschen zu lang geknetet haben oder der Teig schon leicht warm sein, könnt ihr das auch gerne in den Kühlschrank zurückgeben. Also nicht zurückgeben, kurz in den Kühlschrank geben, vielleicht für eine halbe Stunde, Stunde. Natürlich könnt ihr euch diesen Teig auch am Abend davor herrichten, wenn ihr wollt. Ich werde das jetzt aber gleich verarbeiten. Jetzt gebe ich da einfach nur alles schön zusammen, forme das so zu einer Rolle. Seht ihr, falls es klebt, könnt ihr dann da ein bisschen Staubzucker draufgeben. Nun werde ich mein Röllchen einmal halbieren, dann habe ich zwei Röllchen. Ihr könnt da dann gern noch mit Staubzucker nachstäuben, falls es klebt. Und jetzt forme ich daraus einfach nur eine schöne lange Schlange. Ja, wie groß wird denn die sein? So, ja,
so 2 Finger dick, in etwa 2 Zentimeter dick. Das ist jetzt eigentlich auch nicht so genau. Und jetzt steche ich mir da einfach nur so ein paar Stücke ab. Schaut so gut wie es geht, dass es leicht gleichmäßig ist. Könnt ihr natürlich so groß, so klein machen, wie auch immer ihr wollt. So, jetzt nehme ich mir jedes einzelne von den Stückchen, tauche es dann in Staubzucker ein, beziehungsweise wälze es darinnen. Sieht man das? Und dann schnappe ich mir das so mit diesen 4 Fingern. Seht ihr? Drücke es so zusammen. Und so setze ich das dann einfach nur auf dem Backpapier ab. Und das war's dann eigentlich auch. Seht ihr? Also noch einmal. Ich wälze es kurz in Staubzucker. Dann nehme ich das. Ich mache das eigentlich dann immer gleich am Backpapier. Aber ich versuche das jetzt irgendwie so, dass ihr das gut sehen könnt. Ich gebe es da drauf und drücke es dann da einfach so ein bisschen am Spitzel an. Einfach nur rauf. Kurz zusammendrücken, mit etwas Abstand aufeinander, einfach nur aufs Backblech geben. So, mein Blecherl ist schon voll. Von dieser Menge kriegt ihr ein ganzes Blech und das andere nicht ganz zur Hälfte. Abhängig davon, wie ihr das halt macht. Ich wollte auch keine große Menge jetzt von denen machen. Es ist eigentlich mehr nur zum Zeigen. So, und jetzt kommen die einfach in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze. So, meine Kekse sind jetzt fertig. Die waren bei mir so um die 16 Minuten im Backofen, also zwischen 15 bis maximal 20 Minuten brauchen die. Und jetzt werden die heiß dann einfach nur mit Staubzucker einfach schön bestreut, halt so drüber gesiebt. Ich habe jetzt im Staubzucker noch ein bisschen Vanillezucker reingetan. Das macht das Gleiche gleich noch viel besser. So, meine Lieben, und so sehen meine Kekse jetzt fertig aus. Also, wie ihr seht, könnt wirklich ein sehr einfaches und schnelles Rezept. Das Einzige, was nur halt sein kann, wie schon vorher gesagt, wegen dem Teig. Bei mir hat das super funktioniert, weil ich habe kalte Butter genommen. Aber man weiß oft nicht, ob das ist in der Küche so warm oder die Verarbeitung dauert bei euch länger, was da die Butter dann zu warm wird oder der Teig. Könnt ihr das natürlich auch ein bisschen in den Kühlschrank geben, weil sonst kann es sein, dass euch die Kekse also ein bisschen zerlaufen. Dann sind es keine Bärchen mehr, sondern so, ich weiß nicht, Teller, so platte Kekse. Also deswegen schaut da ein bisschen drauf, weil so der Teig nicht mehr so kalt ist, dann lasst den halt einfach nur ein bisschen kühlen. Aber in der Norm funktioniert das so, wie ich das halt gemacht habe. Ja, sonst werden die Kekse einfach nur vollkommen auskühlen gelassen. Also die werden einfach nur gelassen, bis sie wirklich vollkommen ausgekühlt sind. Und dann ganz einfach in Keksdosal hinein und die werden wie alle anderen Kekse auch gelagert. Ja, meine Lieben, ich hoffe, dieses einfache und leckere Rezept hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen da, vielleicht einen Kommentar. Berichtet mir im Nachhinein, wie ihr das Rezept findet, falls ihr es denn leicht nachgemacht habt. Ja, sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!